Diesen April sind Edelmann und ich hier mit einem Satireprogramm. Heute ist keine Satire, ist alles bitter ernst. Mein Buch heißt Europa zwischen Weltmacht und Zerfall. Das kostet 14,80 und hält mehr als der Titel verspricht, schreibt ein Rezensent. Ich lese Abschnitte, werde anderen Thesen vorstellen und aktuelle Ergänzungen einflechten, ob Putin wieder aufgetaucht ist oder sowas. Ich habe mir das in Zetteln etwas größer rausgezogen, weil die Buchstaben doch etwas klein sind. Anders wäre der Preis von 14,18 nicht zu halten geblieben, sagt der Verlag. Tatsächlich ist das Buch also nicht 240 Seiten, sondern 480 Seiten dick, wenn man normale Buchstaben genommen hat. Europa zwischen Weltmacht und Zerfall. Soweit der Zerfall die Nationen betrifft, hatte ich, das gebe ich zu, fest mit den Schotten gerechnet. Es schien verführerisch zu sein, sich mit 90% der britischen Öl- und Gasvorkommen, die in schottischen Gewässern liegen, aus dem Staub zu machen. Doch dann erinnerten die Schotten sich daran, dass London sie immer wieder vom Bankrott gerettet hatte, als schon im 17. Jahrhundert als Schottland auch unbedingt Kolonialmacht werden wollte, sich aber bereits am Panama verhob, ist London eingesprungen, hat die Schulden für Schottland bezahlt. Zuletzt 2008, da rettete London die Royal Bank of Scotland mit 100 Milliarden Euro umgerechnet vom Konkurs. Als Cameron dann damit drohte, den Schotten das Pfund wegzunehmen, da wussten die Schotten, mit dem Euro geraten wir in den deutschen Herrschaftsbereich und da kann uns die Souveränität, die wir soeben erworben haben, ganz schnell wieder verlieren, wie Griechenland zeigt. Also blieben sie lieber in Großbritannien. Ich nehme den Separatismus zum Anlass, um aus dem Buch das Kapitel über die Nationenfrage und die damit einhergehenden Merkmale einer neuen Epoche vorzustellen. Als die Nationalstaaten gebildet wurden, gingen die Kapitalbewegung und die Staatsidee Hand in Hand. Industrielle und Händler konnten sich auf den Geist verlassen, der mit Fahnen, Mythen und Männerchören unabhängige Provinzen mit verschiedenen Gesetzen, Regierungen, Währungen und Zöllen in eine Nation drängte. Heute driften die Kapitalbewegung und die Staatsidee auseinander. Das expansive Kapital sprengt die Fesseln der Nationalstaaten, aber das Bewusstsein klebt an der Nation oder fällt in die Kleinstaaterei mit eigener Münzprägung zurück. Man gewöhnt sich daran, dass große Nationen aufgelöst und abgewickelt werden. Die Sowjetunion zerfiel in 15, Jugoslawien in 7, die Tschechoslowakei in 2 Staaten. Sezessionskandidaten sind Großbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland, da greift Mazedonien nach dem Norden, Ukraine, Moldau, andere könnten überraschen. Meistens sind es reiche Regionen, die autonom werden wollen, um ihren Reichtum nicht mit armen Regionen teilen zu müssen. 30 Regionalparteien, die ihre Stammesbrüder mit Fahnen und Folklore ködern, sind in der Europäischen Freien Allianz organisiert. Basken, Katalanen, Balearen, Flamen, Lega Nord, Tirol, die Bewegung Unser Land im Elsass oder die Friesen, die in Niedersachsen neue Grenzen ziehen wollen, weil sie nach ihrer Selbstdefinition im Internet ein Volkskreis sind, der sich erheblich vom Gemeindeutschen unterscheidet. Und weil, ich zitiere aus ihrem Grundsatzpapier, die größten Erdgasfelder Westeuropas heute friesischer Besitz wären, ebenso wie zahlreiche Ölvorkommen in der Nordsee. Auch die Friesen wollen sich also bereichern. Da lobt man sich dem Moldauer, der seines Volkstums wegen die Armut nicht scheute, auf den Rubel und die russische Rente verzichtete und mit seinem Moldau-Loi heute nichts mehr einkaufen kann, weil der Weltmarkt nicht auf Wein und Unterwäsche aus Moldau gewartet hatte. In der Not will auch der Moldauer nach Europa, um alimentiert zu werden, während der Osten des Landes Transnistrien Russisch spricht und nach Russland will, weil die Renten da 3-mal so hoch sind. Die Wurzeln des Regionalismus sind Geldgier, völkische Gesinnung und die in Krisen zu beobachtende Flucht in den Heimathafen. Da ist aber noch etwas. Seit Jahren manipulieren Antiglobalisierer den Verstand, schreiben Kriege, Eroberungen, Krisen nicht dem Kapitalismus und dem Mehrwertraub der Nationen zu,
sondern einer ominösen Globalisierung. Als gut erscheint dann alles Antiglobale, Nationale und Ethnische, das vor amerikanischem Kulturimperialismus zu behüten sei, eben das Europa der Regionen und alles Kleine auf der Welt, das die Botschaft des Heimatfilms Heidi variiert. Großstadtluft macht böse, Bergluft macht gute Menschen. Pädophilie, Inzucht und Sippenhaft werden nicht untersucht. Die Regionalisierung und Renationalisierung beschäftigt natürlich nicht nur Europa. Mehr noch zerfällt der islamische Raum, Syrien in 3 Staaten, der Irak in 4, Libyen im Westen, Osten, Süden, Nigeria, Mali, viele andere Staaten lösen sich auf. Die geopolitische Entwicklung wendet sich dramatisch gegen die Globalisierung. Die Rückentwicklung der Landkarten auf Flickenteppiche wie nach dem 30-jährigen Krieg wird nicht ohne protektionistische Folgen für den Kapitalismus weltweit sein. Gegen die europäische Kleinstaaterei stehen die überzeugten Großeuropäer aus antiamerikanischer Absicht. Peter Sloterdijk, der Philosoph, sieht die Weltkultur nicht in den USA, aber in Frankreich und Deutschland ehrenvoll vertreten. In Washington sei der Realinfantilismus an der Macht. Jürgen Habermas schwärmt von der Wiedergeburt Europas, weil die moralische Autorität Amerikas in Trümmern liege. In seinem neuen Manifest für Europa selektiert er ein Kerneuropa mit Frankreich, Deutschland und Polen. Gerhard Schröder wollte einst Russland statt Polen dabei haben. Der Philosoph denkt an König Sobieski aus Polen, der die Osmanen vertrieb, als die vor Wien standen. Der Politiker denkt an die Energieversorgung, damals jedenfalls. Europa ist nur ein fiktiver Machtblock, weil es nicht als Nation handelt wie die USA oder China, sondern als Konglomerat konkurrierender Nationalstaaten, die ihre je eigenen Interessen verfolgen und ihre gegenseitigen Ressentiments als Kultur verbrämen, die unbedingt erhabener sein soll als die amerikanische und auch als die der Nachbarn. Dabei reicht die europäische Kultur nicht einmal zu einem europäischen Länderfinanzausgleich. Bayern will schon für Bremen oder Ostdeutschland nichts bezahlen. Wenn für das Wohlergehen der Griechen gezahlt werden sollte, käme die AfD vermutlich auf 30% in Deutschland. Geradezu alarmistisch fällt der Hilferuf von Daniel Cohn-Bendit aus. Europa wankt. Bald werde kein europäischer Staat mehr Mitglied der G8 sein und Deutschland, ich zitiere, keine Bedeutung mehr haben. Es sei denn, in einem Großeuropa mit einer, Zitat, europäischen Armee, die in der Lage ist, in den jetzigen Konflikten zu intervenieren. Er projiziert seine Weltmachtfantasie auf Europa, weil ihm Deutschland im Reigen der Weltmächte zu fitzelig vorkommt. Und wir fragen uns, wie meistern die Dänen ihr Leben nur ohne G8. Das ist der Übergang zum Kapitel über die Krise, den Aufstieg und Fall von Weltmächten und die größte Industrialisierung aller Zeiten. Die Epoche der westlichen Weltherrschaft, die 1492 mit der Entdeckung Amerikas begann, geht zur Neige. Der Westen wird seine Vorherrschaft an neue Mächte verlieren oder sie mit ihm teilen müssen, vor allem mit China. Imperialismus ist kein Privileg der USA und der europäischen Kolonialmächte mehr. Die heutige Krise unterscheidet sich von der großen Depression nach 1929 dadurch, dass sie keine Weltwirtschaftskrise ist. Der demokratisch verfasste und mit leidlichen Sozialsystemen ausgestattete traditionelle Kapitalismus in den USA, in Europa und Japan durchläuft eine schwere Krise, während die halbe Menschheit sich gleichzeitig auf den Weg der kolossalsten Industrialisierung aller Zeiten begeben hat. China, Brasilien, Indien, Südkorea, Singapur, Taiwan, Malaysia, Saudi-Arabien, Türkei, Indonesien, Mexiko, Südafrika. Europa stagniert, die USA scheinen sich zu regenerieren als Konsumgüterproduzent, unter anderem durch die Halbierung der Energiekosten, in Klammern Fracking. China aber platzt aus den Nähten wie die USA und Deutschland vor 1914, nur wesentlich schneller. Diesmal wurde in 4 Krisenjahren, 2007 bis 2011, in denen der Westen in den Abgrund blickte, in Asien, gemessen an der Wirtschaftsleistung,
ein zusätzliches Deutschland geschaffen. Also in vier Krisenjahren ein Block von der Wirtschaftsleistung der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Welt, nur oben aufgesattelt. Das ist gigantisch, das ist gewaltig. In 10 Jahren, von 1999 bis 2009, wuchs die Wirtschaftsleistung in Deutschland insgesamt um 8,6%, in China um 166%, in anderen Boomstaaten zwischen 40 und 100%. Durch die Ungleichzeitigkeit verschieben sich die Machtzentren. Die Welt wird nicht multipolar strukturiert, sondern steuert auf zwei Supermächte zu, USA und China. Russland hat bis heute den Sprung vom Rohstoffexporteur zum konkurrenzfähigen Industrieland nicht geschafft. China kontrolliert heute halb Afrika, sichert sich Russlands Bodenschätze und dehnt seine Macht in Asien aus, besetzt mehrere Inseln und Küstenbereiche. Es geht um Bodenschätze, es geht um Fischfang und die Demonstration als neue Weltmacht. Für die USA, die in Asien mit vielen Staaten Schutzabkommen pflegt, kündigte der zurückgetretene Verteidigungsminister Chuck Hagel an. Ich zitiere ihn: Die USA werden ihre strategische Orientierung in Richtung Asien fortsetzen und bis 2020 60% ihrer Seestreitkräfte in Asien stationiert haben. Warum stagniert der alte Kapitalismus und boomt der neue? Ein paar Thesen dazu. Erstens, die Epoche, in der die Imperien arme Länder so ausplünderten, dass die Ausbeutung die strategische Ausbeutbarkeit einengte, ist einer Epoche gewichen, in der dort 1 Milliarde Menschen zusätzlich für den Aufbau neuer Industriezonen sorgen, die inzwischen mit den alten Zentren konkurrieren. Die Werte werden nicht mehr nur abgeschöpft, sondern reinvestiert, unterstützt durch eine gestiegene nationale Autonomie, die dem Kapital etwa in China vorschreibt, was es darf und was es nicht darf. VW ist heute nicht de jure, aber de facto zur Hälfte ein chinesischer Konzern. Zweitens, die alten Zentren leiden unter der hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals. Das meint nach Marx die stärker angewachsenen Kosten des Kapitalblocks in Relation zu dem Einsatz wertschöpfender Menschen. Nach Marx impliziert das eine tendenziell sinkende Profitrate. Dieses Gesetz sei, sagt Marx, das Mysterium, um dessen Lösung sich die ganze politische Ökonomie dreht. Eine sinkende Profitrate bedeutet sinkende Investitionen und Kapitalbildung. Das Geld fließt ins Ausland oder in den Finanzsektor, wo man auf eine höhere Verzinsung hofft. Die Empirie scheint das zu bestätigen. Das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik nach Dekaden sortiert. Die Zuwachsrate sank von 8,2% im Jahresdurchschnitt in der Dekade 1950 bis 1960 über 4,4%, 2,9, 2,6, 1,6 auf nur noch 0,9% in der Dekade 2000 bis 2010. Bei der Kapitalbildung sieht der Verfall noch dramatischer aus. Von 1960 bis 2013 sank in Deutschland der Anteil der privaten Investitionen am Bruttosozialprodukt von 14% auf 2,5%. Um den Fall zu kompensieren, strebt Kapital in die Finanzen oder in Zonen mit einer niederen organischen Zusammensetzung respektive höherer Profitrate, Asien, Südamerika, Golfregion. Es ist also die wirtschaftende Wirtschaft, die in die Krise gerät. Sowohl am Schwarzen Freitag 1929 als auch heute war und ist die Beseitigung der Finanzblase nur ein Reflex auf die wirkliche Krise. In der Krise sind einige bürgerliche Ökonomen näher an Marx herangerückt. Nobelpreisträger Phelps, USA, sagt, die Krise beruhe nicht auf Banken und Finanzen, sondern darauf, dass die Nachfrage der Unternehmen nach Investitionen kollabiert ist. Stefan Kotz vom Institut für Weltwirtschaft an der Uni Kiel analysiert, dass Kapitalströme, wie er sagt, durch erwartete Renditedifferenzen in Gang gesetzt werden. Wörtlich, so fließt Kapital aus dem hochkapitalisierten Deutschland netto in den Rest der Welt, wo die Pro-Kopf-Kapitalausstattung im Schnitt geringer ist. Marx sagt, wo die organische Zusammensetzung des Kapitals niedrig ist, Kotz
sagt, wo die Pro-Kopf-Kapitalausstattung niedrig ist, das ist dasselbe. Drittens, in Europa entfällt die Hälfte des Konsums auf Menschen, die keinen Wert für den Kapitalbetrieb herstellen. Rentner, Arbeitslose, Kranke. Das geht zulasten des Profits. In den Boomländern fallen Alte der Familienhaftung anheim. Entsprechend höher ist dort die verteilbare Profitmasse. Nicht der erzeugte Mehrwert zählt, sondern der nach Abzug der Steuern und Sozialtransfers beim Kapital verbleibende. Wenn die Alten der Familienhaftung überlassen werden könnten, wie in China, läge die Profitmasse des deutschen Kapitals um mehrere hundert Milliarden höher. Es bleibt also offen, ob die Stagnation mehr dem mangelnden Mehrwert oder mehr dem erkämpften Sozialsystem oder beiden anzulasten ist. Viertens, Cicero sagt, die Kraft des Krieges sind unbegrenzte Geldmittel. Obama sagt, seit dem Zweiten Weltkrieg resultierten unsere folgenschwersten Fehler aus unserer Bereitschaft zu militärischen Abenteuern. Schon das britische Empire ging zum Teil daran baden, weil Tee und Baumwolle die Kosten der Protektorate oft nicht einspielten. Heute kranken die USA an den Kriegskosten. Obama zog jetzt die Reißleine, Fracking, bis der Wasserhahn Feuer spuckt, und möglichst keine Landkriege mehr. Kampf jetzt ja, aber die Infanterie der USA bilden heute die PKK und die Peschmerga. Natürlich auch aus eigenem Interesse, nicht nur aus dem US-Interesse. Das ist insofern klug, als der IS auf amerikanische Soldaten wartet, um den Anti-Bush-Effekt zu wiederholen. Die USA wollen, dass der Irak und Syrien formal weiter existieren im Nahen Osten, damit die Regionalmächte, die dort um die Hegemonie ringen, Iran, Saudi-Arabien, Türkei, sich nicht neben dem IS auch noch wie Hyänen über den Kadaver Syrien und Irak hier machen. Saudi-Arabien steht mit 300.000 Soldaten an der Grenze zum Irak, auf der anderen Seite steht der Iran mit 1 Million Heer. Dem Kapital in den Zentren in dieser Krisensituation mehr Nachfrage anzubieten, um es wieder flott zu machen, ist hilflos. Dazu drei Anmerkungen. Wir haben heute keinen Neoliberalismus, sondern einen ausufernden Nachfrage-Keynesianismus. So viel Keynes wie heute gab es noch nie. Die EZB wirft zur Steigerung der Nachfrage alle 2 Jahre 1.000 Milliarden Euro auf den Markt. Die werden kaum abgerufen. Nach meiner Definition glücklicherweise landet diese Nachfragemasse nicht im Warenkreislauf, sonst hätten wir 1000% Inflation, sondern hauptsächlich an der Börse, weil die Wirtschaft das Geld aus Mangel an Profit bei den Banken nicht abruft. Nachfrage schafft Umsatz, aber keinen Mehrwert, produziert ein Betrieb mit Verlust, erhöht die Umsatzsteigerung und die Verlustmasse. Die Süddeutsche schrieb dazu, der Gaul, dem die Tränke so schön gefüllt wurde, will einfach nicht saufen. Kürze ich hier mal ab. So. Die nächsten Abschnitte, die deutsche Hegemonie und die deutsche Ideologie, beginne ich mit einem Rückblick. Womit ich nie gerechnet hatte, ist eingetreten. Heute sind Ludwig Erhard und die reaktionären 50er Jahre Vorbilder von bedeutenden Linken. Joachim Hirsch beklagt den Verlust der sozialstaatlichen keynesianischen Strukturen der Nachkriegszeit. Professor Altvater lobt die wörtlich keynesianisch geprägten sozialdemokratischen Jahrzehnte nach 1945. Sarah Wagenknecht wirbt auf Plakaten für Ludwig Erhards Wohlstand für alle und sagt in einer Talkshow, Ludwig Erhard wäre bei uns am besten aufgehoben. Leider regiert heute nicht Erhards Wille, sondern der Wille der Banker. So, meine Frage, ist das ein Trick von der Sarah Wagenknecht oder ist sie wirklich davon überzeugt? Da fragst du mich zu viel. Also, wenn, dann halte ich das für einen sehr schlechten Trick. Also ich gehe... Ja, nein, ich halte das für möglicherweise meint sie das als Trick, ich glaube aber nicht. Ich glaube, sie glaubt an... Ich meine, wenn ich jetzt was Böses sagen würde, nicht, dann... Möglich, dass sie gar nicht weiß, wer das ist. Ich kenne auch nicht ja, den, ich kenne auch nicht den DDR-Politiker. Ja, also ich habe immer wirklich persönliche Probleme damit, das wirklich so einzuholen. Auch bei Kohn-Bendit, das ist denn, ist das ein Linker oder ist das? Naja, wer die europäische Armee will, um Europa zur Weltgeltung zu verhelfen und jetzt in alle Kriege und Konflikte auf der Erde militärisch eingreifen zu können, der kann nicht links sein. Also
Wollen wir das nachher weiter? Ich habe ein paar Bilder nämlich mitgebracht, schöne, auch damit der Unterricht nicht zu konfrontativ wird. Hier ist Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, zur Auflockerung. Ein Foto von mir persönlich gemacht. Hier, ne, musst du nicht. Hier ist Sigmar Gabriel mit Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Ne, spannend ist dabei, dass das Handelsblatt ihn so auf der Titelseite abbildet, um zu zeigen, dass er nach rechts geschminkt ist, also wirtschaftsnah geworden ist. Jetzt kommt Sarah Wagenknecht mit Wohlstand für alle. Etwas verschämt, etwas klein, aber es gibt auch größere Plakate mit ihr und Ludwig Erhard zusammen. Deswegen weiß ich wirklich nicht, ob sie nur. Also, wenn das ein Trick sein soll, dann erkläre ich jetzt, warum ich mit Ludwig Erhard wirklich nicht werben würde. Ich bin ein Kind dieser keynesianischen Epoche, dieser tollen. Familien kamen im glückseligen Keynesianismus nur Schwarzarbeit und Kinderarbeit über die Runden, Rentner besuchten Verwandte damals, um sich mal aufzuwärmen. Unartige Kinder, wie es hieß, kamen in Zuchtanstalten, die sie an Bauern vermieteten. Wer was erleben wollte, ging Schaufenster gucken oder in die Fremdenlegion. Für viele Westdeutsche war der Krieg 1945 nicht zu Ende, sondern nur nach Nordafrika, Indochina und den Nahen Osten geschwappt. 300.000 deutsche Soldaten schossen damals für Frankreich, Ägypten und Syrien auf Vietnamesen, Algerier und Juden. Darunter die komplette Hitler-Leibstandarte und ganze SS-Bataillone, denen die Fremdenlegion neue Identitäten verschaffte, die sie ein Leben lang behielten. Die konnten also blendend untertauchen, mussten nicht nach Argentinien, konnten auch ihren Beruf gleich weiter ausüben, mehr schießen konnten sie ja nicht. Heute sind nur 6.000 in Auslandseinsätzen. Damals gab es 30.000 deutsche Gefallene in der Fremdenlegion. In Afghanistan sind 104 gefallen. Vielleicht stellt sich deshalb heute keine rechte Kriegsromantik ein. Völlig in Vergessenheit geraten ist, dass Nazi-Offiziere 1948 den Krieg der Palästinenser und 5 arabischer Staaten gegen das neu gegründete Israel organisiert haben. Die UNO hatte die Zwei-Staaten-Lösung angeboten, Israel nahm an, die Araber lehnten damals ab und eröffneten den Krieg gegen Israel, 5 arabische Staaten. In dieser Zeit also haben die arabischen Staaten nach Offizieren, die den Krieg lenken, ihren Krieg lenken gegen Israel gesucht und sie bei den Deutschen gefunden. Die westdeutschen Illustrierten waren damals voll vom Heldentum deutscher Offiziere beim Töten von Juden. Ich habe die illustrierte Revue von damals mitgebracht. Also die Zeitungen waren fast alle voll, die fällt langsam auseinander. Da steht: Die Deutschen sind uns am liebsten, sagten die Syrer und holten sich deutsche Offiziere. Der Krieg der Arabischen Liga gegen Israel war ein wilder, schlecht organisierter Krieg. An Soldaten hat es den jungen arabischen Nationalstaaten nie gefehlt. Was sie brauchten, waren erfahrene Offiziere. Überall konnten die arabischen Agenten deutsche Offiziere finden, die eine Existenz suchten. Hauptmann Keil wurde Führer eines Rollkommandos, das überall dort eingesetzt wurde, wo die Juden Durchbrüche erzielt hatten. Der deutsche Hauptmann machte seine Sache gründlich und wurde mit einer syrischen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Und so geht das immer weiter. Nur 3 Jahre nach Kriegsende töteten deutsche Soldaten wieder Juden und wurden dafür in den Illustrierten gefeiert. Dafür kann man Keynes jetzt nicht verantwortlich machen, also zurück zur politischen Ökonomie. Was wollte Ludwig Erhard? Ludwig Erhard war im NS-Staat zuständig für den Entwurf einer Wirtschaftsordnung nach dem Krieg. Nach 1945 forderte er die Amerikaner in Briefen auf, die Rückgabe arisierter Firmen an Juden, ich zitiere ihn, im Interesse der deutschen Wirtschaft zu verhindern. Im Streich schrieb er einen offenen Brief an alle Hausfrauen. Für sie ist es eine Beruhigung, dass sie regelmäßig ihr Haushaltsgeld erhalten. Übertriebene Lohnforderungen müssen allerdings gefährden, was wir erreicht haben. Helfen Sie mir, ich bin Ihr Bundesgenosse. Also war ein Streikbrecheraufruf. Als die Preise um 20% stiegen, verfügte er Lohnstopp, so nannte die staatliche Wohlfahrt einen wörtlich modernen Wahn.
Damals galt immer Adenauer als der Linke in der Regierung und Erhard als der Rechte, der aus der Nazi-Wirtschaftsabteilung gekommen war, dass er in der Linkspartei am besten aufgehoben wäre, scheint mir dann doch ein Vorgriff auf das zu sein, was vielleicht in 3 Jahren sein wird. Der Rückblick bietet ein paar Erklärungen für heute, die ich spannend finde und im Buch analysiert habe. Die erste Erklärung betrifft die deutsche Hegemonie. Im Zweiten Weltkrieg sorgten Millionen Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in Deutschland für den Aufbau der Industrie, für null Lohn und Arbeit bis in den Tod. Eine solche Wertschöpfung hatte kein anderes Land zu bieten, im Gegenteil. Ihre Wirtschaften wurde durch den deutschen Diebstahl ruiniert. Das Ergebnis: 1948 standen in Westdeutschland trotz der Bombardements 14% mehr funktionsfähige Industrieanlagen als 1935, vor dem Krieg. Ein Drittel davon war nagelneu. Das Wirtschaftswunder konnte auf dieser Basis beginnen. Diesen Vorsprung hat das übrige Europa nie aufholen können. Für die deutschen Verheerungen zahlte allein Ostdeutschland damals. Die zweite Erklärung betrifft den Schuldenberg, von dem heute behauptet wird, er sei nicht mehr zu bewältigen. Er verfände die Wertschöpfung der Zukunft und so etwas. Die Schulden im Deutschen Reich, das sich über Europa erstreckte, betrugen 1943 500% der Jahreswirtschaftsleistung. Heute ist Europa nur mit 92% im Durchschnitt verschuldet, also gar nichts im Verhältnis dazu. Die Schulden wurden durch die Währungsreform auf 1/20 reduziert, hauptsächlich zulasten der Ersparnisse. Von den Auslandsschulden wurde die Hälfte erlassen, der Rest wurde in Raten von 3% der Exportüberschüsse beglichen. Wenn man keine Exportüberschüsse schrieb, brauchte man auch nichts begleichen, brauchte man keine Schulden bezahlen. Das sollte man heute mal auf Griechenland anwenden. Die Schulden waren weg und Franz Josef Strauß vermeldete 1957 das, was heute eigentlich erst sein soll. Wörtlich: wir sind die wirtschaftlich stärkste Macht Mitteleuropas geworden. An unseren Kassen stehen die ehemaligen Sieger Schlange. Bei uns sind die alle verschuldet. Das war 1957. Hat er mit dem Euro oder einem Neoliberalismus nichts zu tun, sehr wohl mit Sklavenarbeit und dem Wohlwollen der Alliierten damals. Die dritte Erkenntnis betrifft die Theorie, schuldenfinanziertes Kapital sei nur fiktives Kapital. Ich weiß nicht, wenn das jemanden interessiert, das westdeutsche Wirtschaftswunder zeigt, dass schuldenfinanziertes Industriepotenzial kein fiktives sein kann. Schulden lassen sich beseitigen. Mit dem Industriepotenzial lässt sich danach mehr Wert erzeugen wie vorher. Die vierte Erklärung ist ein Nachtrag zu den Keynesianern, den ich für sehr wichtig halte. Tatsächlich gab es fast alle sozialen Verbesserungen, die ihren Namen verdienen, unter reaktionären Regierungen. Damals in der Adenauer-Erhard-Kiesinger-Epoche. Warum? Weil Verbesserungen nicht das Ergebnis einer Staatsdoktrin sind, auch nicht der keynesianischen. Soziale Verbesserungen sind der Preis, den die Herrschenden zahlen, um Widerstand zu befrieden. Nur für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben Metaller in Schleswig-Holstein damals einen Winter lang gestreikt. Der Irrtum ist insofern fatal, weil das handelnde Subjekt, das allein für Verbesserungen sorgen und Verschlechterungen aufhalten kann, intellektuell beseitigt wird zugunsten einer Staatsdoktrin. Nächstes Thema: Europa und die deutsche Hegemonie heute. Ich lese aus dem Buch: die europäischen Verhältnisse erinnern an den Heimatfilm und ewig singen die Wälder, in dem der rücksichtslos tatkräftige Dag Bjørndal, der von Gerd Fröbe gespielt wird, so lange Schuldscheine der Waldbauern und des benachbarten Edelmannes sammelt, bis er alle Nachbarn in der Hand hat. Er kann nun über sie herrschen, gnädig oder grausam, wie es ihm beliebt. Nicht viel anders geht es zwischen Nationen zu. Das Wesen der Außenpolitik ist der Raub fremder Wertmasse. Deutschland, dem dies in Europa am besten gelingt, regiert Europa über Notverordnungen, während es sich zu Hause als Opfer des Südens besingt. Deutschlands Hegemonie beruht nicht auf einer umtriebigen Taktik von Frau Merkel. Sie ist das Resultat des industriellen Fundaments, das mithilfe der Sklavenarbeit geschaffen wurde, und der deutschen Attribute wie Fleiß, Disziplin,
Gehorsam aus Feigheit vor dem Herrn. Das deutsche Proletariat arbeitet seine ausländischen Kolleginnen und Kollegen an die Wand. Dadurch zieht Deutschland aus schwachen Ländern Wert ab, bis sie ihre Souveränität einbüßen. Danach wird Wertmasse aus der Bevölkerung der Schulden herausgepresst. In Irland und Griechenland sanken die Einkommen in 5 Jahren um 25%. Wie zur Bestätigung legte der VW-Betriebsrat in Wolfsburg dem Vorstand im Oktober 2014 ein 400 Seiten langes Effizienzprogramm vor, das den Gewinn um 5 Milliarden steigern soll. Der Betriebsrat erklärte auf der Pressekonferenz, wir Arbeitnehmer werden nur Projekten zustimmen, die eine bessere Rendite versprechen als das jeweilige Vorgängermodell. Mal sehen, ob der Vorstand bei diesem Tempo mithalten kann. Deutschlands Spardiktate liegen nicht nur am schlechten Charakter, der mag dazukommen, sondern an dem Zwang, die eigene Reproduktion und Konkurrenzkraft nicht durch Haftungsverluste zu schwächen. Europa ist das Krisengebiet des Weltkapitalismus. Selbst aus Deutschland wandert jedes Jahr Kapital in Höhe von zuletzt netto 180 Milliarden Euro ins profitablere Asien und Amerika ab. Deutschland gelingt es, sich an seinen Nachbarn schadlos zu halten. Sein Exportüberschuss spiegelt die Umschichtung von Beschäftigung, Mehrwert und Steuern aus Europa nach Deutschland wider. Der Werttransfer entleert die Peripherie und untergräbt gleichzeitig die Ökonomie des Profiteurs Deutschland. Das Modell, in dem die überschussproduzierende Wirtschaft ihre Waren exportiert und den Abnehmern gleichzeitig Geld leiht, damit sie ihre Rechnung bezahlen können, wird kollabieren. Wie lange würde Karstadt existieren, wenn es sich seine Waren selbst abkaufen müsste? Sowohl reproduktionstechnisch als auch zur Untermauerung seiner Expansion muss Deutschland ganz Europa in ein Profitcenter verwandeln. Deshalb sollen unproduktives Kapital und die profitverzehrenden sozialen Kosten überall dezimiert werden. Deutschland ist dadurch ein Hegemon, dem das Objekt seiner Hegemonie Europa abhanden zu kommen droht. Durch die Austrocknung seiner Absatzgebiete und auch politisch. Europa in ein Profitcenter zu verwandeln, ist delikat. Deutschland stutzt ehemals stolze Kolonialisten und Imperialisten auf ihr inzwischen geschrumpftes Maß zurecht und hat dabei den Schein zu wahren, sie seien irgendwie doch noch große Nummern. Deutschlands Machtdemonstration begünstigt antieuropäische Parteien. Lafontaine, Wagenknecht und Lucke empfehlen nun die Rückkehr zu den alten Landeswährungen, weil nicht konkurrenzfähige Länder und konkurrenzfähige nicht unter ein Währungsdach passen. Dazu ein paar Anmerkungen. Erstens, die Antagonismen im Kapitalismus lassen sich mit einer Währungsabwertung nicht überlisten. Der Kapitalismus kann nicht anders als produktive Zonen zu begünstigen und schwache auszumerzen. Wenn es mit nationalen Währungen getan wäre, müsste es der Republik Moldau heute blendend gehen und hätte es der DDR immer blendend gehen müssen. Zweitens, die Konkurrenzkraft in Europa lässt sich nicht in Nord und Süd oder entlang nationaler Grenzen teilen. Sie zerschneidet alle Länder. Nach der Wirtschaftskraft müssten Ostdeutschland, Andalusien und Sizilien einen Währungsraum bilden oder Norditalien und Baden-Württemberg oder Mecklenburg-Vorpommern und die Abruzzen. Drittens, wenn Griechenland zur Drachme zurückkehrte, würde dort eine Hungerkatastrophe ausbrechen. Der Wert der Drachme würde ins Uferlose fallen. Griechenland könnte die Auslandsschulden in Euro nicht begleichen, bekäme keinen Kredit mehr, könnte Importe nicht bezahlen, keine Energie, Medikamente und Nahrungsmittel. Die Produktion bräche zusammen, es käme zu Parallelwährungen. Löhne und Renten in Drachmen, dagegen ließen Ärzte, Handwerker, Supermärkte und Vermieter sich in Euro oder Dollar bezahlen. Viertens, die Währung ist nur ein Konkurrenzkriterium von 100 Kriterien und dazu ein völlig überschätzt ist. Entscheidend sind die Lohnstückkosten, die löhnige Produktionseinheit. Wenn wir die 2002 gleich 100 setzen, betrugen sie 2009 in Deutschland 106, in Frankreich 114, Spanien 126, Italien 136 und in Griechenland über 140. Das sind Welten im internationalen Preiswettbewerb und erklären den Niedergang der einen und den Aufstieg der anderen. Nun von der Hegemonie, materiellen Hegemonie zur deutschen
Ideologie. Ich lese, jedes deutsche Kind, dessen Vater vom Russlandfeldzug zurückgekommen war, bekam von ihm zu hören, dass die deutsche Ostfront an den Stellen eingebrochen war, wo die befreundeten Italiener standen. Dann sang er, wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, Bella Bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Südeuropa war im Bewusstsein der Deutschen immer gleichzeitig ein Paradies und eine Bedrohung. Früher seiner Moral, heute seiner Ersparnisse. Bevor die Südeuropäer lachen und tanzen, sollen sie erst einmal ihre Finanzen ordnen, Überstunden machen, die Schulden begleichen und alles das tun, bei dem man das Lachen vergeht. Springers die Welt hatte während der Olympischen Spiele in London griechische Sportfunktionäre aufgespürt, die Sirtaki tanzen und mit Cocktail-Kleidschönheiten flingelweise ihre mediterrane Lebensfreude in die Sommernacht rauchten. Da wusste die Redaktion, warum diese Sippe nur 2 Bronzemedaillen feiern konnte. Deutsche sammeln halt lieber Medaillen oder neiden sie anderen, statt sich kringelweise des Lebens zu freuen. Klaus von Donani, SPD, behauptete bei Anne Will, Deutsche müssten Italien, Frankreich, Griechenland, Portugal klar machen, dass sie ohne wettbewerbsfähig zu sein nicht in der Eurozone mitleben könnten. Wer die Deutschen nicht zum Vorbild nehme, könne in Europa nicht existieren. Ein fahrlässiger Umgang mit wirtem und unwirtem Leben, der frenetisch beklatscht wurde. Die Rede von den Südeuropäern, denen Deutsche erklären müssten, wie sie zu leben hätten, zielt auf die Beseitigung von Kulturen, die sich trauen, dem Kapitalismus noch Leben abzutrotzen. Die Propaganda erfand dafür den Begriff griechische Krankheit. Der zur Disziplin erzogene Mensch neidet anderen das lebendige Leben, was einen Seelenballast erzeugt. Ich habe gearbeitet und gespart und nun wollen diese lebenslustigen Gesellen mein Geld, Hilfe. Solche Neurosen helfen nicht nur der AfD, sondern auch Angela Merkel. Die Deutschen wissen, dass sie zuerst die Konten aller anderen Europäer plündert, bevor es ihnen an den Kragen geht. Mehr Europapolitik verlangen sie nicht. Die AfD und Donani wollen natürlich mehr. Sie wollen nicht wettbewerbsfähige Geister aus dem Euroraum entfernen. Und da wird's komisch. Da Ostdeutschland im Selbstversorgungsgrad unverschuldet unter den italienischen Abruzzen liegt, müssten die AfD und Donani zuerst Ostdeutschland aus der Eurozone werfen. Dieser immanent logische Gedanke wird wegen völkischer Verwirrung verworfen. Außerdem steht vielen Ostdeutschen nicht die Lust am Leben ins Gesicht geschrieben. Das kommt ihnen zugute, weil die deutsche Mittelschicht weder fröhliche Arbeitslose noch fröhliche Schuldner erträgt. Die deutsche Ideologie ist eine Mischung aus Ressentiments gegen den ach so schönen und zugleich suspekten Süden, diesen Ort der Unzuverlässigkeit aus Lebenslust, der Vision von der überlegenen nordischen Rasse, die im Verlangen nach dem Nordeuro ihren merkantilen Ausdruck bekommt, und Großmannssucht. Der Hegemon steigt zu Kopf. Der Bundespräsident, der sich politisch zurückhalten soll, will überall Krieg führen, weit über die militärischen Möglichkeiten Deutschlands hinaus. Und wie immer, wenn der Deutsche Hegemonie verspürt, geht er auf die Russen los. Damit bin ich bei der neuen deutschen Ostpolitik. Die deutsche Politik kehrt zum James-Bond-Film zurück. Ein Bösewicht bedroht die Welt und wieder ist es ein Russe. Warte mal, ich habe hier auch ein schönes Bild. Ja, der Brandstifter titelte der Spiegel und bildete Putin als slawisch blickenden Weltherrscher ab. Den Barack Obama, wie ihr sehen könnt, David Cameron und Angela Merkel nur bis zum Bauchnabel reichen. Merkel wedelt hilflos mit der weißen Fahne der Kapitulation. Der Spiegel ist ein Beispiel für Vorkriegsstimmung und für den Riss, der durch das deutsche Bürgertum geht. Die kapitalverwaltende Sektion warnt ihren Geschäftsinteressen folgend vor Sanktionen gegen Russland. Auf der anderen Seite tobt das Bürgertum, das in Politik und Medien den Ton angibt,
seine Russophobie aus und will Ostgebiete gewinnen. Hier formiert sich die wirtschaftliche Vernunft, da die politische Triebtat. Putins Angebot eines deutsch-russischen Wirtschaftsraumes von Lissabon bis Vladivostok wäre ein großer Modernisierungsauftrag für die deutsche Wirtschaft gewesen und sicherte ihr die Energieversorgung für 200 Jahre. Das hatte Gerhard Schröder mit der Achse Paris-Berlin-Moskau geplant. Die Folge der Rückkehr zum Kalten Krieg ist, dass Russland und China einen Gasvertrag über 400 Milliarden Dollar und den Bau der Infrastruktur vereinbart haben. Russland baut die Türkei zum Gasumschlagplatz für Südeuropa aus und stellt der Türkei eine Atomanlage hin, vielleicht bald Zentrifugen dazu. Russland stellt Indien 12 Atomanlagen hin. Es entsteht, will ich sagen, ein neuer Machtblock. Warum treibt Deutschland Russland in die Allianz mit China? Warum macht Deutschland sich zum Geburtshelfer eines Machtblocks Russland, China, Indien, Türkei, der einen Sog auf viele Boomländer der Erde ausüben und die EU weiter an den Rand des Weltgeschehens drängen wird? Mit Moral und Demokratie hat das nicht das Geringste zu tun. Deutschland wendet sich von Russland ab und Saudi-Arabien und Katar, dem drittgrößten Gaslieferanten der Welt, zu, der Arbeitskräfte versklavt und den IS bewaffnet. Beide steinigen Frauen zu Tode. In Russland werden Schwule verprügelt, in Saudi-Arabien getötet. Die deutschen Kinderzimmer sind voller chinesischer Waren. Keine Sanktion gegen China, wo in 10 Jahren 180.000 Menschen spurlos verschwunden sind. Der deutsche Triebtäter will immerfort Russland besiegen, als gehe es um die späte Realisierung von Hitlers Ostbund, dem die Ukraine, das Baltikum, der Balkan, das Wolgaland und Georgien angehören sollten. Fast alles ist westlich integriert, bis auf Wolgaland. Für die Nazis war die Krim das deutsche Gotenland damals. Putin ist zweifellos ein Despot, dem es gelungen ist, eine auf seine Herrschaft zugeschnittene formale Demokratie zu installieren, die den Oligarchenkapitalismus schützt, auch mit Morden schützt und im Westen auf Rechtsradikale setzt. Dagegen setzen sich in Kiew überall Faschisten in den Ämtern fest. Deutschland hat Jugoslawien als Völkergefängnis bezeichnet und sich an der Zerlegung Jugoslawien in 7 Nationen beteiligt. Jede Gruppe, die einen eigenen Volkstanz vorweisen konnte, bekam eine eigene Nation. Heute soll es die ganze Ukraine sein, obwohl ein Autonomiestatus für die Ostukrainer den Krieg vermutlich längst beendet hätte. Warum darf der Ostukrainer nicht, was der Schotte darf? Griechenland könnte allerdings von seiner geopolitischen Lage und vom neuen Kalten Krieg profitieren. So wie der Bundesrepublik nach 1945 geholfen wurde, weil sie wichtig war als Frontstaat gegen den Sowjetblock, wird Griechenland im Zentrum der Kriegsherde Ukraine, Libyen, Irak, Syrien, Islamischer Staat immer wichtiger als südöstliches Bollwerk Europas gegen Russland und gegen den islamischen Raum, zumal die Türkei aus dem Westbündnis auszubrechen droht. Die Haushaltspolitik der schwarzen Null ist nicht die Manie eines Schatzmeisters. Sie soll den finanziellen Spielraum für die Aufrüstung Deutschlands schaffen, die Schäuble letzte Woche ab 2017 angekündigt hat. Deutschland wird Kriege führen müssen. Durch den Bruch mit Russland muss man Öl, Gas und seltene Erden perspektivisch im Nahen Osten, am Golf und in Halbafrika holen. Deutsche Soldaten im Irak oder in Mali, Gabriel in Saudi-Arabien und Katar sind Vorboten einer neuen Epoche, in der Deutschland mit den Scharia-Diktaturen kooperiert und in Konkurrenz zu China Afrika ausbaggern muss. Allianzen mit Diktaturen in Räumen, die von Kriegen und die regionale Hegemonie in Atem gehalten werden, oder die Schlacht um Afrika, werden kriegerischer sein als ein Gasabkommen mit Russland. Die NATO-Eingreiftruppe im Osten wird jetzt von 13.000 auf 30.000 Soldaten aufgestockt und kommt unter deutschen Oberbefehl. Wenn China und die USA aufeinander zutreiben, werden Deutschland und Japan nicht außen vor bleiben und wegen der ganz großen Auseinandersetzung will man möglicherweise mit Raketen bis in die Nähe von Moskau vorrücken. Als nächstes, vorletztes Kapitel habe ich ausgewählt, Krise und Verschwörung. Krisen sind ein
fruchtbarer Acker für Verschwörungen, Gerüchte, religiöse und esoterische Faseleien. Im Mittelalter sollten Juden Ernten verhext haben, heute teilen Linke und Rechte den Kapitalismus in einen schaffenden und einen raffenden Sektor, Banken und Finanzen, nehmen den Schaffenden in ihre völkische Obhut und wähnen den Raffenden in angloamerikanisch-jüdischen Händen. Die Zelte des Protestes werden nur vor Banken und Börsen aufgeschlagen, nie vor den Werkstoren von VW, BASF, Daimler, Ratio, Farm, Apple. Würde die Bewegung nicht von sich aus vor Banken kampieren, müsste der Kapitalismus sie als Feindbild erfinden, weil auf diese Weise das Herzstück der Ausbeutung und Entfremdung, die unmittelbare Arbeit für den Mehrwert, unangetastet bleibt. Der Vorteil für die Bewegung, man schwimmt im Zeitgeist. Jede Talkrunde hält die Reglementierung von Banken für legitim, würde aber die Blockade der Frühschicht von VW, BASF oder Daimler und deren Reglementierung und Demokratisierung für verrückt erklären. Wer nur die Banken und die Spekulation falsch findet, hat Frieden mit dem Kapitalismus und seiner eigenen Freiheitsberaubung geschlossen. Die unwissenschaftliche Trennung des Kapitalismus bildet den Nährboden für die doppelte Propaganda. Sie bietet der Ausbeutung des Menschen einen Schutzraum, indem sie die Schicht in der Fabrik oder auf dem Bau als das Produktive adelt und schiebt alles Ungemach auf die Finanzen und damit auf ein Bündel von antisemitisch konnotierten fiesen Begriffen. Spekulation, vagabundierendes Geld, Banken, Börsen, New York, Zinsen. Die Aufspaltung des Kapitals ist wissenschaftlich falsch und moralisch absurd, denn man müsste Spekulanten für moralischer halten als Unternehmer, die ihr asoziales Dasein offenbaren, indem sie andere Menschen für sich arbeiten lassen. Menschen kritisieren die Finanzen und sind dem wahren Kult der produzierenden Konzerne wie Apple verfallen. Je unabhängiger die Wirtschaft von Banken ist, desto brutaler ist sie. Sie kann ihre Investition über Fremdkapital der Banken finanzieren oder über Eigenkapital. Was übersehen wird, ist, Eigenkapital ist angesammelter Profit, der mit der Ausbeutungsrate wächst. Apple ist auf Banken nicht mehr angewiesen, weil die Arbeitskräfte in der Produktion derart grausamen Verhältnissen ausgesetzt sind, dass sie in China aus den Fenstern in den Tod springen. In Krisen schwillt die Angst vor dem Verlust des Geldes und der Existenz an und damit auch die Aggression, die ein Ventil sucht. Der Antisemitismusbericht 2013 der Europäischen Union hat 6.000 Juden in 8 europäischen Ländern befragt. 76% antworteten, der Antisemitismus sei in den letzten 5 Jahren stark angestiegen. 33% leben ständig mit der Angst, einer antisemitischen Attacke zum Opfer zu fallen. 29% überlegen, Europa zu verlassen. Die Zahlen erzählen von einem Leben in Unsicherheit, führen die Bedeutung eines zu sichernden jüdischen Staates vor Augen und blamieren die Aussagen von Habermas und Sloterdijk und anderen Anti-Amerikanern, dass die Kultur vor allem in Europa zu Hause sei. 40,5% der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass Israel die Palästinenser im Prinzip so behandelt wie die Nationalsozialisten die Juden. Wer den Umstand, dass 20% der israelischen Bevölkerung arabische Muslime bzw. Palästinenser sind, die in Israel arbeiten, studieren, Richter sind, Auto fahren, wohnen, feiern und schwul sein dürfen, gleichsetzt mit Auschwitz, ist verrückt. Fast jeder zweite Deutsche ist von diesem Irrsinn befallen. Unten am Stammtisch, oben im Salon und auch in der Linken. 3 Kurzgeschichten über das heutige Verschwörungsniveau. Die sprechen jeweils verschiedene Bereiche an. Die erste Geschichte, der Stern. Walter Wöhlenweber erklärt uns im Stern, wer der Amerikaner ist. Er schreibt, Rücksichtslosigkeit ist die prägende Charaktereigenschaft des Amerikaners. Kennt er aus Western. Kompromisse sind ihm wesensfremd, weil Amerikaner in einem weiten Land aufgewachsen sind, in dem niemand mit seinem Nachbarn sich je hat absprechen müssen. Bei uns ist das anders, denn es gäbe auf dem europäischen Kontinent kein weites Land. Da sei alles sehr eng,
Europäer hätten deshalb gelernt, Kompromisse zu schließen. Vor allem Deutsche, weil, ich zitiere ihn, in Deutschland kaum ein Ort weiter als 2 Autostunden von der nächsten Grenze entfernt ist. Ja, sowas erfährt man heute aus dem Stern. Wöhlen-Webers etwas verkehrslastige Gemeinschaftsbewusstsein-Definition kann natürlich nicht erklären, warum die Europäer trotz ihrer räumlichen Vorteile ständig übereinander hergefallen sind, vor allem die Preußen und die Deutschen über ihre Nachbarn, während die Amerikaner trotz ihrer kompromisslosen Weite nur einen Sezessionskrieg hatten. Zweites Beispiel. Die Süddeutsche Zeitung fand den Alleinschuldigen für die Krise, den ehemaligen Chef der US-Notenbank Alan Greenspan, Sohn jüdischer Einwanderer. Im Text: Es besteht kein Zweifel, dass Alan Greenspan die globale Finanzkrise auf dem Gewissen hat. Ein Professor, dann, sonst kennt der Kapitalismus halt keine Krisen. Der Professor daneben sagt, also Greenspan hat die Krise erfunden. Die Süddeutsche, dabei sei Greenspan gar nicht viel eingefallen, nur eines, die Zinsen zu senken. So. Während die EZB also seit Jahren die Zinsen senkt, hat Greenspan dasselbe getan. Jedoch, die EZB will so die Wirtschaft ankurbeln. Greenspan, der Jude, will laut Süddeutscher, die, zitiere ich, die Börsen auf Wachstumskurs bringen. Der Jude macht das für die Spekulation, klar. Die Süddeutsche dann, wie reagiert der gescholtene Tenor? Ich bin unschuldig. So versucht Greenspan, sein Lebenswerk zu retten. Die Exzesse des ewigen Optimisten. Hier ist der Jude Herr über die Weltwirtschaft, Herr über die Zinsen, die Krisen, er ist der Ewige, der sich den Exzessen verschrieben hat. Antisemitismus, Gott bewahre, welch inflationärer Umgang mit diesem Begriff. Antisemitismus war in Auschwitz weder davor noch danach. Drittes Beispiel, die linke junge Welt schrieb, jetzt muss ich um große Aufmerksamkeit bitten, weil das ist sehr verästelt. Die linke junge Welt schrieb, die Amerikaner wollen Syrien angreifen und der BND und die Bild-Zeitung machen Stimmung für diesen Angriff. Bild habe unter Berufung auf den BND berichtet, dass ein Spionageschiff der Bundesmarine im östlichen Mittelmeer Funksprüche syrischer Kommandeure abgehört habe, in denen von Giftgas die Rede war. Die junge Welt. Der BND arbeitet eng mit dem israelischen Mossad zusammen, der Trojaner einsetzt, um andere Geheimdienste irrezuleiten. Der Mossad verstecke auf einer kleinen Insel vor Syrien unter einem künstlichen Felsen ein Gerät, das Meldungen auffängt, die vom Mossad verschlüsselt ausgesendet werden und nur von dem Gerät aufgefangen werden können. Das Gerät strahle sodann den Text auf einer Frequenz aus, die vom BND aufgefangen wird, der ihn dann der Bild-Zeitung gibt. Es gibt schlimmere Sachen, ich habe jetzt extra ein Witziges aus dem Buch genommen. Also, dass den USA ein Krieg gegen Syrien unterstellt wird, den sie auf keinen Fall wollen, das nimmt man so hin. Irgendwie. Aber warum rufen 2 befreundete Geheimdienste sich nicht einfach an, wenn sie was Gemeinsames planen, sondern führen sich gegenseitig mit Trojanern in die Irre? Vielleicht aus Freude am Beruf, man weiß es nicht. Etwas später schickte die junge Welt israelische Truppen nach Syrien. Zitat, das syrische Gemetzel hat mit Israels Kriegseintritt eine neue Stufe der Eskalation erreicht. Da war kein einziger israelischer Soldat. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, die sowas lesen. Vielleicht überschlagen sie auch die Seiten immer, wo es um Israel und Juden geht. Warum wollen Linke und NGOs ein völkisch reines, judenfreies Palästina? Warum wenden sie sich nicht gegen einen palästinensischen Staat, in dem Frauen seit März 2014 wieder offiziell ausgepeitscht werden, Schwule und Lesben der Ehre wegen getötet werden, in dem die Scharia und das Wort des Klanführers Gesetze sind,
Judenmörder als Märtyrer gefeiert werden und Linke und Ungläubige Feinde sind. Das alles würde man schon bei einem niedrigschwelligen linken Anspruch als Schreckensherrschaft begreifen. Warum fallen Linke, was die Steinigung von Frauen angeht, hinter Jesus zurück? Warum kümmert, finde ich auch eine spannende Frage, der Rassist sich nicht um Kamerun, während der Antisemit ständig in Israel nach Beweisstücken für eine jüdische Mitschuld schnüffelt? Der Deutsche muss mit der Kenntnis von Auschwitz fertig werden. Je völkischer er fühlt, desto unerträglicher ist für ihn der Gedanke, dass sein Deutschland auf hoher Zivilisationsstufe doch nur ein Blutraum war. Deshalb soll an Juden unbedingt etwas dran sein. Bei Linken kommt hinzu, sie wollten immer das Volk an ihrer Seite haben, mit den Volksmassen den Aufstand wagen, doch dem deutschen Volk war nicht danach. Wenn es mal aufbegehrte, wollte es Schlesien und das Sudetenland haben. Also begaben Linke sich auf die Suche nach Ersatzvölkern und fanden sie bei nationalen Bewegungen und immer wieder bei den Palästinensern, die völkischen Ansprüchen genügen. Ich finde, dass man diesem Thema nachgehen muss, denn ich sehe was dramatisch, was Gefährliches in Europa, sich zusammenbrauen, ein gewisses Zusammenwachsen von links und rechts, bei dem das Linke natürlich drauf geht, über den modischen Nenner antieuropäisch, antisemitisch, national, sozial, antideutsch, wenn es außerhalb Deutschlands ist. Das sehe ich in der ersten Querfrontregierung in Griechenland, wo immerhin eine Koalition eingegangen wird mit der ANEL-Partei, deren Chef Kamenios, ein reicher, xenophober, antisemitischer Verschwörer, den Griechen versprach, er werde die illegalen Migranten vertreiben, eine Mauer gegen Flüchtlinge bauen und das Vierte Reich Deutschlands in die Schranken weisen. Leicht sei das nicht, sagte er, weil Juden aus Flugzeugen Gas über Athen versprüht hätten, um den Widerstand gegen die Troika zu schwächen. Immerhin verfügt dieser Mann als Verteidigungsminister über die Putschhoheit in Griechenland. Im Moment wird er unter den Deckel gehalten, das weiß ich, aber er äußert schon mal und schickt, will Deutschland Asylbewerber schicken und solche Sachen. Mit solchen Sachen droht er zurzeit. Ich bin auch etwas angefasst durch die EZB-Aktion jetzt. Ich kenne den letzten Stand der Aktion nicht. Ich habe nur gelesen, dass Naomi Klein Hauptrednerin sein soll. Das ist die personifizierte Verknüpfung von Finanzen und Antisemitismus. Ein fatales Zeichen, finde ich, in einer Epoche, in der in Europa die Synagogen brennen und auf Juden geschossen wird, eine rasende Antisemitin als Rednerin einzuladen. Klein klagt Juden an, ich habe das mal alles rausgenommen aus ihren Reden und Büchern, vom Opfer zum Täter mutiert zu sein. Israel benutze den Antisemitismus als Waffe der Weltbeherrschung. Sie ruft zum Boykott jüdischer Waren auf, spricht von Apartheid und fantasiert, dass der Anschlag 9/11 Israel geholfen habe, wo über die Zio-Bono-Frage meistens auch die Schuldfrage geklärt ist oder angesprochen sein soll. Israels Wirtschaft basiert, sagt sie, auf Sicherheitstechnologie, mit der die Juden jetzt die Welt beliefern durch den 9/11-Anschlag. Sie spricht von der Likudisierung der Welt. Israel sei geschäftstüchtig, habgierig, hinterhältig, über heimlichen Einfluss auf die Welt aus. Da ist die jüdische Weltherrschaft also in allen Facetten. Palästina sei das Versuchslabor der jüdischen Waffenindustrie und so weiter und so fort. Ja, wenn das also jetzt Hauptrednerin ist und danach Sarah Wagenknecht über die Vorteile von Ludwig Erhard spricht. Mein Neffe würde sagen, wie links ist das denn? Okay, will ich mich aber nicht weiter einmischen. Ich komme zum Schluss. Ich will ein paar abschließende Gedanken äußern aus dem Buch. 3 Milliarden Menschen warten auf ihr erstes Auto. Durch die Erderwärmung werden die Rohstoffe der Eismeere erschlossen. Die Sahara wird industrialisiert, um Europa und Afrika mit Solar- und Windenergie zu versorgen. Dafür muss der halbe Erdball nach Rohstoffen umgegraben werden. Die Wohnungen werden in Hightech-Fabriken umgewandelt, die Küstengewässer in Windparks. Äcker und Wiesen werden durch Energiespeicher, Industriepflanzen und Stromautobahnen industrialisiert. Die Welt wird mit der
E-Mobilität beglückt und Hausdächer zu Energiefabriken umgebaut. Die Marktwirtschaft ist so flexibel, dass sie durch ihre Erderwärmung Länder überflutet und sich gleichzeitig als Instandsetzungsbetrieb anbietet. Sie wird den Niederlanden schwimmende Städte liefern und in Bangladesch Millionen den Fluten überlassen. Der moderne Kapitalismus verknüpft im Grunde Hightech mit dem Beton der 60er Jahre. Eine Konstante im Kapitalismus ist die Vernichtung des Kapitalberges, um die organische Zusammensetzung zu korrigieren, in Kriegen, Krisen, Deindustrialisierung. Europa steht vor einer massiven Entwertung. Im Unterschied zu den USA, wo der Staat in der Krise über 500 marode Banken geschlossen hat, schleppt Europa seine Zombie-Banken weiter mit sich herum. Das muss bereinigt werden, das wird bereinigt werden. Der Keynesianer Professor Hankel sagte einmal, aus jedem Blutbad geht der Kapitalismus gestärkt hervor. Am Ende wird das Zerstörte wieder aufgebaut, Aufträge werden erteilt, Einkommen geschaffen und es stellt sich, je nach der Dimension der Katastrophe, ein größeres oder kleineres Wirtschaftswunder ein. Der Euroraum wird nach meiner Einschätzung auseinanderbrechen, weil Kapital sich in rentablen Regionen anreichert und andere entleert, die sich Deutschland auf Dauer nicht unterwerfen werden. Schäuble-Berater Kai Konrad, Direktor am Max-Planck-Institut in München, analysiert, Deutschland werde weiter profitieren. Es entstünden auf der einen Seite leistungsfähige Zentren und auf der anderen Seite Gebiete voller Rentner und Transferempfänger. Da dieser Prozess nicht zu stoppen sei, sagt er, drohe dem Euro das aus. Die Krisenstaaten könnten nicht raus. Die Abwertung und die Auslandsschulden würden sie erdrücken. Wörtlich, wenn, dann muss Deutschland aus dem Euro raus. Eine französische Zeitung schrieb, ein nationalistischer Wind weht über Europa, ein Wind, der gegen den Aufbau Europas weht. Er weht auch gegen Flüchtlinge, Juden, Roma und Sinti, Muslime, Schwule und alle Menschen, die verdächtigt werden, unproduktiv zu sein. Europa wird dadurch nicht attraktiver. Neben der Dauerkrise prägen religiöse Mordlust, faschistische und rechtspopulistische Parteien sowie eine neue Dimension der Judenverfolgung immer mehr das Europa des 21. Jahrhunderts. Der Antisemitismus ist eine wabernde, alles fressende Gefahr, die unverhofft in Pogrome umschlägt. Der Rassismus ist zurzeit europäische Staatsdoktrin, die zum Tod vieler Tausender im Mittelmeer führt. Viele Antirassisten sind heute gleichzeitig Antisemiten. Die abnehmenden Berührungsängste gegenüber dem Faschismus äußert sich darin, dass die Verachtung, die Pegida der Politik und den Medien entgegenbringt, von denen mit Verständnis für Abstiegsängste der Mittelschichten beantwortet werden. Bei Günter Jauch definierte der Chef der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen die Demonstranten als besorgte Bürger, die sich viele Gedanken machen. Nur alleinreisende junge Männer aus Afrika mögen sie nicht. Gegen deren Kultur haben sie etwas. Statt nun sachlich über seine Potenzängste zu sprechen, beteuerte die Runde, dass die Politik Fehler gemacht hat. So läuft das zurzeit. Das linke Europa gibt es genauso wenig wie das linke Vaterland. Warum auch sollte der linke Internationalismus, der das Ausplündern der Welt beenden, die Ausbeutung des Menschen aufheben und eine Rätedemokratie oder Vergleichbares einrichten will, Grenzen ziehen, die hinter der Handelsfreiheit des Kapitals zurückfallen? Der Gedanke der sozialen Befreiung verträgt sich nicht mit Grenzen, Nationen und Machtblöcken, sondern nur mit deren Beseitigung. Aber nirgendwo deutet sich ein Massenbewusstsein an, das den Kapitalismus überwinden will. Beklagt wird allenfalls der Finanzsektor. Eine Klage, die die kapitalistische Wertproduktion und die Diktatur in den Betrieben heilig spricht. Einer der Angriffe auf den kritischen Verstand ist die Ersetzung der Idee vom Kommunismus etwa durch den Keynesianismus. Nie gehörte die Vervielfältigung der Ausbeutung der Menschen durch Nachfragesteigerung ins linke Programm. Nie sahen Kommunisten oder Anarchisten ihre Aufgabe in der Umsatzförderung für Unternehmen. Wenn es denn Deutsche sind, mit Amerikanern hat man es nicht so, auch nicht mit Banken, weil die nicht schaffen. Eine Arbeit soll es sein, wie Kurt Tucholsky sagte, für die Arbeit ist der Mensch auf der Welt. Für die ernste Arbeit, die für den ganzen Mann ausfüllt.
Ob sie einen Sinn hat, ob sie schadet oder nützt, ob sie Vergnügen macht, das ist alles ganz gleich. Es muss eine Arbeit sein. Und man muss morgens hingehen können. Sonst hat das Leben keinen Sinn. Arbeit hat die Menschheit vorangebracht, aber seit der Aufklärung wird auch der Anteil der Arbeit an der Dummwerdung des Menschen reflektiert. Arbeit mache stumpfsinnig und einfältig, Adam Smith, konfisziere alle geistige Tätigkeit, Friedrich Engels, schaffe Paläste oder auch Blödsinn, Kretinismus für den Arbeiter, Karl Marx. Der Witz ist, dass Marx seinem revolutionären Subjekt, dem Proletariat, Erleuchtung nur in arbeitsloser Zeit zutraute. Er schreibt, die disposable time sei Mußezeit, sei Zeit für höhere Tätigkeit und Entfaltung des Genusses und daher die Bedingung der Emanzipation. Der Kapitalismus beseitigt heute die disposable time durch die ständige Erreichbarkeit und die Einverleihung des Menschen in Freizeit und Konsum rund um die Uhr. Viele werden den nächsten Marsch der Schwarzhemden auf Rom gar nicht mitbekommen, weil sie Omas Geburtstagsfeier auf der Onkel Erwin so toll gesungen und die kleinen Purzelbäume geschlagen hat, noch ins Netz stellen müssen, damit der Chinese das sieht. Der Kapitalismus kann nur, wie obsolet gewordene Gesellschaften früher, an einem Bewusstsein scheitern, das ihn beseitigen will, um sanfte und solidarische Produktions- und Lebensverhältnisse, die Entwicklung der Fähigkeiten und Bedürfnisse letztlich den autonomen Menschen zu ermöglichen, etwa durch den Kommunismus, der erste Kritiker, der in seinem Namen im 20. Jahrhundert installierten Zwangserschaffen zu sein hätte. Davon sind wir weit entfernt. Das kritische Bewusstsein mutiert heute vom Anspruch auf das Ganze zum mikropolitischen Anspruch auf die korrekte Verpackungsaufschrift und, um der Welt etwas Gutes zu tun, zur kratzenden Mütze aus Alpaka-Wolle. Wer Demokratie ernst nimmt, muss zur Revolution aufrufen, denn der Mensch hat Waren, aber keine Demokratie. Sobald er durchs Werkstor geht, büßt er jedes demokratische Recht ein. Wer will von Menschen, die ihr Austauschverhältnis mit der Natur und das Miteinander in diktatorischen Verhältnissen verbringen, ein sanftes Natur- und Solidarverhältnis erwarten? Insofern liegt in der neidvollen Projektion der Erwerbstätigen, dass Arbeitslose ihre Tage wohl genussvoll verbringen, das subtile Fundament der Befreiung. Die Erwerbstätigen müssten nur noch so leben, wie sie es den Arbeitslosen neiden. Und die vom Sockel stürzen, die ihnen den Weg dahin versperren, statt ihre Entsagung an Arbeitslosen, Ausländern und Juden auszulassen, die ihnen nichts tun. Arbeitslose müssten wiederum tun, was die Erwerbstätigen ihnen unterstellen. Auf diese Weise könnte auch der auf Kompensation beruhende Anteil an Rassismus und Antisemitismus sinken. Kritisches Bewusstsein misst sich heute an der Effizienz, an der Freude über die griechische Krankheit, an der fehlenden Ehrfurcht vor Effizienz, vor dem Herrn, vor dem Staat und vor dem Sparen. Adorno schrieb, so könnte eine Gesellschaft, deren Fessel gefallen ist, darauf sich besinnen, dass auch die Produktivkräfte nicht das letzte Substrat des Menschen, sondern dessen auf die Warenproduktion historisch zugeschnittene Gestalt abgeben. Vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig und lässt aus Freiheit Möglichkeiten ungenutzt, anstatt unter irren Zwang auf fremde Sterne zu stürmen. Danke.